EduCamp 2009, Sonntag, der letzte Tag. Was man natürlich jetzt nicht sieht, ist das Didgeridoo. Das Didgeridoo von? Andreas Mertens. Der vor allem bekannt ist als, wie nennt man sowas heutzutage, nicht Prophet, aber Evangelist, glaube ich, ja. Von Second Life. 3D-Internet-Evangelist oder Metaverse. 3D-Internet. Genau. Fangen wir doch mal mit einer naheliegenden Frage an. 3D-Internet und Lernen. Erzähl doch mal, was ist möglich, was wird schon gemacht? Also was möglich ist, ist zum Beispiel, dass man im Bereich des Erlernens von Sprache kulturelle Kontexte aufspannt. Ja, das heißt, ähnlich, oder es gibt den Begriff der Serious Games, und hier kann man mit Second Life bzw. der darunterliegenden Grundtechnologie kulturelle Kontexte aufspannen. Was heißt das, kulturelle Kontexte aufzuspannen? Dass ich zum Beispiel Gebäude abbilde, Kleidung und zum Beispiel Spanien abbilde und dann begehbare 3D-Räume aufspanne, in denen ich dann Sprachen erlernen kann. Das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel sind Trainings im Bereich Feuerwehrsimulationen. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass bei anspruchsvollen Objekten wie einem Frankfurter Flughafen, dass dort durch die Werksfeuerwehr die Schlüsselstellen, die kritischen Schlüsselstellen nicht begehbar sind, an denen kann man nicht trainieren, an den realen Orten, weil die haben einen 24-Stunden-Betrieb. Ja, das heißt, die Feuerwehrleute können zwar ihre Muckis und ihre Ausdauer und die Physis trainieren, aber zum Beispiel nicht eine räumliche Orientierung. Und das kann man zum Beispiel auch an solchen anspruchsvollen, realen Objekten machen, dass man das ergänzt über Trainings im virtuellen Raum rein, um die Orientierung zu trainieren. Second Life hatte ja mal einen richtigen Hype. Wo hat sich das denn inzwischen eingependelt? Das hat sich insofern eingependelt, dass, also vielleicht um mal ein paar Zahlen zu nennen, im Mai 2007 gab es zu den Spitzenzeiten ungefähr 25.000 Leute, die diese Plattform gleichzeitig genutzt haben, bei vielleicht 5, 6 Millionen Registrierungen. Heute hat sich die Anzahl der gleichzeitigen User ungefähr verdreifacht. Das heißt, wir gucken nicht mehr auf die Registrierungen, sondern wir schauen, wie viele Leute nutzen diese Plattform gleichzeitig. Also in den Spitzen sind es so 75.000 Leute, die das Medium nutzen. Das ist die eine Bewegung, die wir beobachten. Die andere Bewegung ist aber, dass ich auf Basis einer Open-Source-Software parallele sogenannte Grids oder Metaversen entwickeln, die eine gewisse Kompatibilität zu Plattformen wie Second Life haben. Und aus dieser Entwicklung könnte sich ein 3D-Internet konstituieren. Und das gucken wir uns sehr genau an im Moment. Das heißt, ähnlich wie bei Twitter habe ich die Möglichkeit, über eine offene Schnittstelle mir ähnliche Welten oder Zugänge zu Second Life zu schaffen? Es sind quasi, ich würde es eher vergleichen mit dem normalen Webserver und dem Internet, wie wir es kennen. Ich kann heute mit einem Link von Webserver zu Webserver springen. Und so arbeitet man daran, durch einen Teleport, also mit einem Teleport anstatt einem Link, von Metaversum zu Metaversum zu springen. Und ein Metaversum ist Second Life, was von Lindenlab betrieben wird. Und jeder kann heutzutage, wenn er möchte, auf Basis von Open Simulator sein eigenes Metaversum betreiben. Wir machen das schon recht erfolgreich in einem Projekt, das heißt Open Neuland. Das basiert auf der Open Source Technologie Open Simulator. Und dort haben wir schon 24 sogenannte Regionen. Das ist quasi ein Mini-Metaversum. Und das ist kompatibel zu Second Life. Und wir kalkulieren damit, oder wir hoffen darauf, dass es im nächsten Schritt eine Hypergrid-Technologie gibt. Und die erlaubt den Teleport aus Second Life heraus in zum Beispiel Open Neuland und zurück. Jetzt sehe ich jeden Abend meine Frau irgendwo in World of Warcraft verschwinden und mir sagen, die Grafik ist animierender, als sie im Moment noch in Second Life ist. Wann wird das so langsam hin zu einer Abbildung der Realität werden? Oh, das ist schwer. Das ist schwer zu beantworten. Die Frage ist auch für mich gar nicht so wichtig persönlich.
weil ich das eher so beurteile, das hat zum Beispiel, also diese virtuelle Welten sind auf dem Stand wie damals das Schwarz-Weiß-Fernsehen oder mit Stummfilm. Ne? Und das haben die Leute ja auch konsumiert und genutzt. Ja? Das heißt, der Grund, Second Life mit einer schlechteren Grafik zu nutzen, liegt nicht in der Grafik, ja, sondern der Grund liegt wo ganz anders, und zwar in der sogenannten Immersion. Und die Immersion, damit versucht man zu beschreiben, wie stark der Grad des Eintauchens ist und wie stark die Immersion ist, also der Grad des Eintauchens in so eine virtuelle Welt. Das hängt nicht von der Grafik alleine ab. Da gibt es sehr viele Faktoren, die dort mitspielen. Nichtsdestotrotz wird sich natürlich die Grafik kontinuierlich verändern, aber jetzt zu versuchen zu beurteilen, wann hat das den Level von World of Warcraft, kann ich schwer sagen. Zumal es ja auch im Gegensatz zu Welten wie World of Warcraft die sogenannte digitale Knetmasse gibt. Das heißt, man kann gemeinsam gleichzeitig digital kneten in einem kollaborativen 3D-Raum. Und das hat ganz andere Anforderungen an die Technologie. Und darunter leidet ein bisschen die Grafik. Aber dafür wird die Immersion erhöht, dadurch, dass ich kollaborativ arbeiten kann. Was sind denn interessante Beispiele? Die Feuerwehrsimulation zum Beispiel. Ja. Die Sprachanwendung. Wir haben im Moment für das Institut für Wissensmedien in Tübingen, die unterstützen wir im Bereich Forschung. Das heißt, die machen reale Experimente, führen die durch im virtuellen Raum, in dem ein Proband durch verschiedene Räume geführt wird. Also der Proband mit seinem Avatar, und er bekommt Aufgaben gestellt. Und wir machen beobachtbar, was die Probanden dann tun und wie sie die Aufgaben lösen. Das wird in eine wissenschaftliche Datenbank gespeichert, eine ganz normale herkömmliche MySQL-Datenbank. Und diese Handlungen im virtuellen Raum werden danach ausgewertet. Und da geht es um Lernforschung zum Beispiel. Da geht es darum, um Kognition, Psychologie. Das untersuchen die dort. Gibt es schon ein Educamp im Second Life? Ja, also wir haben vor 2 Jahren schon ein Barcamp gemacht in Second Life. Das hatte so ein Format. Es ist jetzt nicht natürlich, da ging es nicht um Education, aber ich sag mal, das war ein Barcamp, ein virtuelles Barcamp. Das lässt sich also so machen. Also es ist die Frage des Themas. Wobei, das war 2 Jahre alt, das war ein klassisches Barcamp. Es gab vor einigen Wochen tatsächlich ein Educamp, ein internationales Educamp in Second Life. Komme ich aber jetzt nicht auf den Namen, aber kann man auf sltalk.de nachgucken. Wir haben das berichtet. Da waren auch zum Beispiel diese Sprachtrainer, die Nergis Kern war da sehr aktiv, und die Gabi Benkwitz war auch dort. Die hat über dieses Educamp in Second Life berichtet für den sltalk.de. sltalk ist ein gutes Stichwort. Wo kann man sich über Second Life am besten informieren bei dir? Auf sltalk.de. Einfach nur sltalk.de. Ja, sltalk.de, und also www.sltalk.de, und dort unter dem Tag und der Rubrik Second Life schauen, wobei wir mittlerweile nur noch 40% Second Life-Inhalte eigentlich produzieren und 60% betrifft eigentlich die Medien- und Technologiekonvergenzen, die das 3D-Internet prägen. Die sind auch interessant, sich anzuschauen, weil Second Life ist nur ein Produkt auf Basis einer Plattform. Und ja, einfach mal gucken. Also da findet man natürlich viel auch über Second Life, aber auch die Randthemen. Hast du noch abschließend einen Punkt, den du noch gerne erwähnen würdest, den du noch gerne erklären würdest und wozu du vielleicht noch gerne einladen würdest? Einladen, ja, natürlich gerne. Also wer Interesse an dem Thema hat, 3D-Internet, ist jederzeit herzlich willkommen, darüber zu sprechen, das Thema vorzustellen, einfach auf mich zukommen. Ne? Dann erstmal herzlichen Dank und vielleicht bis bald in Second Life. Ja, ebenfalls. Vielen Dank, lieber Lutz.